bin im Blumenhorst immer noch. Und ein Unikum unter den Pilzen ist der kastanienbraune Stielporling. Hier auf einem Buchenast vergraben. Da vorne ist übrigens nochmal ein kahler Krempling. Und hier sind 8 Stück. So viel habe ich noch nie gesehen auf einem Ast. Einer schöner als der andere. Ein kräftiger Borling, der fällt sofort auf, hält am Rand ein bisschen auf, wird am Ende ganz schwarz. Hübsches Teil, derbe, kann man natürlich nicht essen. Hier war ein bisschen Regen drauf, da zeigt er seine ganze Schönheit. Ganz flaches Teil, wellig, kruckelig, der kastanienbraune Stielporling. Polyporus badius.